Ja, hallo und herzlich willkommen zurück zum Let's Play, was? Korbler-Projekt? Zu unserem Korbler-Projekt, wie immer mit dem Swifty. Ja, hallo. Und heute ist er wieder mal dabei, unser Major. Hey, wer will was wo? Ha, ha, Genau, genau Wolltest du nicht das. von 3 auf 1 runterzählen, damit ich meine Aufnahme auch synchron starten kann? 3, 2, 1, 3, jetzt! 1, 2, starten. Ah ja, genau, das war ja, da war doch noch Da war doch was. was. Ja, mit den Begrüßungen kann man aber sehr gut synchronisieren, also tu nicht so. Ja, eigentlich schon. Wir haben schon Schlimmeres hinbekommen. Vor allen Dingen unsere letzte Aufnahme, wo ich Ja. anmoderiert Also gleich mal vorweg für meine Zuschauer. Ich habe euch ja angekündigt, ich baue eine Monsterfalle, habe da unten auch alles ausgehoben, was zum Ausheben war, jetzt mal fürs Erste. Guckt in diese Kiste. Ich habe 25 Stacks und 15 Redstone, 64 Dias und Eisen und Kohle und hast du nicht gesehen. Und jetzt zeige ich euch mal, wie unten, wie groß die Monsterfalle geworden ist. Also das Grundgerüst ist ja noch lange nicht fertig. Also das Projekt läuft noch. Swifty, wie sieht's aus? Gehst du mit? Soll ich warten oder mal vorlaufen? Mir ist gerade aufgefallen, dass ich ziemlich lange kein Minecraft mehr gespielt habe und ich wollte gerade aus Weizenkörnern wollte ich Brot machen. Ja, ich auch was. Läuft bei mir, läuft. Ich Perfekt. Out of Übung. out auf Übung, ich bin sowas von raus. Ja, da können wir das Kind mir gleich auch einwerfen. Also für alle, die sich wundern, also von mir zumindest. Ich war jetzt 2 Wochen lang im Ausland unterwegs. Schön Urlaub, oh geil. Und war ein bisschen nachlässig, natürlich mit den Kommentaren beantworten und so weiter, werde ich aber jetzt in Zukunft wieder regelmäßig machen. Also keine Angst, ihr verliert mich nicht. Ich habe nur viel vorproduzieren dürfen wegen dem Urlaub. Und jetzt gehen wir da mal runter und schauen wir mal, was wir da so finden. Also den Okay. Raum kennt ihr ja mal im kleinen Stil, sage ich jetzt mal. Den habe ich ein bisschen vergrößert. Und wir nehmen jetzt runter den kürzeren Weg, da geht's da nämlich so, platsch. I believe I can fly. Genau. Okay, unten angekommen. Und ja, hier seht ihr 400 Fackeln. Aha, ich bin dann, da habe ich noch ein bisschen was übersehen. Schaust du? Das muss ich noch ausheben. Deine Also, Kamera aus. das hier, schnell weg. Ah, fuck, fuck, fuck. Nein. Also das hier sind die Spawny Pads. Hier sollen drauf die Monster spawnen. Da unten kommt überall Wasser hin. Die werden dann automatisch. Brav, Major. Brav, weiter Die mit. sollten dann automatisch mit den Strömungen hier in die Mitte gespült werden, wo das Wasser ist. Und da kommt dann ein Wassertunnel bis hoch und die sollen hochschwimmen und oben werden sie dann zerquetscht oder so. Wollen wir mal schauen. Also am Also, liebsten das hier wäre ist es also mir. nicht dein Schlafzimmer. Nee, Okay. nee, es ist nur, ist ein Spielzimmer. Und ja, das war's. Also hat bis jetzt gedauert, 12 Stunden diesen Raum auszunehmen. Der ist 10 mal 10 Blöcke, so 10 mal 10 Spawny Pads groß. Und die Spawny Pads haben eine Abmessung von 5 mal 5 Blöcken. Also es ist zum Laufen, ja, schon so. Die Kann eine man. Richtung ist dunkel, wenn ich umdrehe, ist es in die andere Richtung dunkel. Ja, es Genau. ist fucking groß. Also wenn ihr hier seht, wie lange man läuft, bis man da durch. Und ich habe beim besten Willen nichts gecheatet. Ich habe, nee, nur mit, da habe ich einen Block vergessen. Ja, es gehört noch ein bisschen überarbeitet. Ich habe nur mit Eisenspitzhacken gearbeitet, weil ich meine Dias nicht verschwenden wollte. Hab, wie gesagt, 64 Dias auf der Tasche jetzt, die ich für andere Sachen verwenden möchte. Und um euch zu beweisen, weil ja hier überall der ganze Kobbel fehlt, den habe ich oben. Moment, laufen wir mal hoch. Also die Stufen, was ihr unten seht auf dem Spawnepad, das ist der Weg hoch, Swifty, nur so zur Info. Ich bin schon am Weg nach oben, ja? Ich bin Bist du gerade die auch schon Stufen weg? am Zählen. Okay. Ja, ich glaube, ich war auf Ebene minus, auf Ebene 3 oder 4 oder 10. Irgend sowas. Und hier sind die ganzen Kisten, die eben knallvoll sind oder beinahe knallvoll sind mit Cobbles. Also wenn einer Cobblestone braucht, hier ist genügend. Also ich habe mir gerade überlegt. Es hilft nicht, ich glaube, wir sind uns einig. Nein. Nein. Ich Also wenn sag nur wir Walking. jetzt, genau, also wenn wir jetzt mit Verzauberungstischchen anfangen und Bücherei und so, kann man die Koppel sehr gut gebrauchen, für Häuser zu bauen. Wir bauen das Ja. Ganze ja noch größer aus jetzt demnächst. Also ich werde mir jetzt als alles erste mal eine Dierhacke machen.
Weil ich werde jetzt kurz mal in die Mine runtergehen und mir für ein Netherportal das helf mir, Obsidian. helf mir, Obsidian holen, genau. Obsidian. Obsidian holen. Dass wir mal in den Nether aufbrechen können in einer der nächsten Aufnahmen. Mal schauen. Und da wir ja letztes Mal da hinter den Bergen einen direkten Weg hochgegraben haben, dürfte es gar nicht so schwer sein, da wieder runterzufinden. Bin jetzt Denke ich momentan mir auch mal. wieder auf normales Minecraft-Standard zurückgekehrt und ich weiß jetzt, wie man Brote macht. Ja. Ja, cool. Also ich muss sagen, seit der letzten Aufnahme hatte ich auch 3 Wochen Pause gehabt. Das war einmal mein Urlaub von einer Woche und dann waren 2 Wochen Genau. dein Urlaub. Also 3 Wochen habe ich mal gerade gar nichts aufgenommen. Das hat man heute Morgen in einem letzten Beta-Test gehört, dass ich absolut aus der Form bin. Ja, es ist ja nicht schlimm, es gehört ja dazu. Man kann ja nicht nur durchzocken, man braucht ja auch mal ein bisschen Freizeit. Richtig, ab Naja. und zu. Doch. So, und irgendwo hier sollte eigentlich, wenn ich das richtig im Kopf habe, der Eingang zur Mine sein. Obwohl ich Freizeit eigentlich so sehe, dass ich zocke, nur dass ich da nicht aufnehme, Ja. ne? Scheiß Gamer, ich sag's dir. Ich renne gerade auch irgendwie nur im Kreis. Mach grad Brote. Ich könnte mein Inventar ja auch leer machen, damit ich mehr wie drei Weizensteaks mitholen kann, aber nein, das Wifi läuft lieber dreimal hin und her. Ja, ich habe gerade das leichte Ja, du Problem, dass weißt, dass ein ich. Silo oben drin der Workbench ist. Ja? Jetzt ja. Jetzt weiß er's. Jetzt weiß ich's. Ah, jetzt ja. Eine Insel. Irgendwo hier bin ich doch rausgekommen. What the fuck? Wo ist denn die schon wieder? Die gibt's ja Wo bist du denn nicht. überhaupt hin? Ja, irgendwo hier im Gebirge wuselig herum. Ich frage mal anders. Welches Gebirge? Ja, das hinter unserem Haus, hinter unserem Dorf. Wo dahinter? Welches denn? Welches hinten? Hinterm Swifty seinem Haus. Ah, Ah, das da hinten. wo eigentlich der offizielle Eingang zu unserer Mine war, da hätte ich mir einen kürzeren Weg gesucht. Da ich stehe ganz hier oben am Berg. Ich weiß nicht, ob ihr mich da unten seht. Guck, guck. Weiß ich nicht. Ach, Da, hier da. ja, Ah ja, da hier. oben springt er. Genau. Und hier irgendwo sollte der Eingang zur Mine unten sein, was der kürzeste Weg war. Aber ich finde ihn nimmer. Ich finde ihn einfach nimmer. Ja, schade. Da ist Lava. War da Lava? Na, Lava. Ich habe mir sogar einen Turm gebaut, damit ich. Aber ich gibt's ja nicht. Aua, Beine tot. Und was essen. So, ich bin jetzt gerade am Überlegen, ob ich mit dem großen Lager für das Dorf anfange oder ob ich die Bibliothek anfange zu bauen, wo wir den Verzauberungstisch reinmachen. Ein Verzauberungstisch wäre nicht schlecht. Ah ja, siehst, weil wir heute den Major wieder mal da haben und ich habe mir es in den letzten Aufnahmen angesehen. Da ist er, ich habe ihn gefunden. Ha, cool. Wo bist du schon wieder? Ja, jetzt bin ich irgendwo im Nirgendwo. Warst du eigentlich vorher schon? Ja, nein, was ich sagen wollte, weil man die letzten Videos natürlich auch etwas angesehen habe. Ich habe keine Fackel mit, dich Trottel. Schaust du dir dann an Ich den habe Videos? 20 dabei, das dürfte reichen, oder? 20 Fackeln? Ja, ich könnte mir auch hier mal kurz ein bisschen Holz holen. Das werden wir machen, bevor wir jetzt wieder zurücklaufen. Jetzt habe ich natürlich keine Axt nicht mit. Ich hätte eine Axt, aber ich habe keine Ahnung, wo du bist. Bin ich mal gerade am Kräften. 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 Von da, wo du oben auf dem Berg gestanden bist, wo Ja, bist du dann zu weitergeladen? Richtung. Warte mal, ich sag dir einfach meine Koordinaten. Dodo. F3. Ich bin auf X. Y ungelöst. Hallo? Warte mal. Was ist jetzt kein Blödsinn verzählt? Was brauchen wir? X und Z brauchen wir, gell? Ja. 2635 ist X und Z ist 531. What the fuck? Weißt selbst Bescheid, Schätzelein, ne? Ja, irgendwo im Obwohl, Nirgendwo. eigentlich müssen wir da gar nicht runter, sehe ich gerade, weil da ist. Nein, das ist keine bewegte Lava. Jetzt wird's finster noch. Okay. Ich probiere mal. Nee, ich glaube, wenn wir zu dritt sind, brauchst du schon eine hinzulegen. Ich probiere es mal aus. Ja, ich glaube auch. Ja, Bei mir möglich. knurrt's. Kann man dich nicht da ein Plugin schreiben? Ich meine, es ist Vanilla Minecraft, aber ein bisschen Plugins, oder?
wir haben schon nächstes Mal die Plugins drauf, was ist wissen. Das ist geil. Probier's einfach mal. Ich schau mich mal rein zu pennen. Ja. Und es wird dunkel, es wird dunkel, es wird Nacht und es ist Tag. Ja, perfekt. Ja, und wenn wir jetzt zu 14 sind, dann müssen sich zwei hinlegen, so wie es aussieht. Genau. Irgendwie so war das. Dieser Steinrahmen, ist das der Eingang? Ja, genau, da geht's runter. Da geht es runter. Ich baue gleich mal zum Fichtenwald eine Brücke, weil ich muss jedes Mal rüberschwimmen, um Holz abzubauen. Irgendwie müsste man sich die Wege auch mal vereinfachen, wa? Irgendwann. Siehst, was ich vorher nur sagen wollte, wegen den Änderungen, weil mein Major Traum, also ich würde es im Spiel eigentlich interessanter finden, wenn wir den Block Damage wieder anschalten würden von den Creepern. Ja, das wollten wir auch. Nee, weil der ist noch immer, ja, ich weiß, dass du das nicht gut findest, ja. Aber es ist einfach spannender. Ja, ich weiß. Da ärgert man sich auch viel mehr, wenn die hochgehen. Nee, ja, genau. Also, klar, logisch, es gehört eigentlich dazu. Logisch, klar. Also daher kann ich nicht sagen, nee, machen wir nicht. Den Ende sehen. So, also, Stickies haben wir genügend mit, jetzt müssen wir nur mehr runter und ein bisschen Kohle finden. Wo ist er denn? Ich komme schon zum Steinrahmen. Hat keine Lust mehr. Da ist ein Enderman. Ach, und hat sich wahrscheinlich ins Wasser gebaut. Dann habe ich gerade schön angelandet. Oh man, the fucking Enderman. Jetzt ist er wieder da. Hau drauf. Nö, im da Wasser ist so stressig. Herrlich. Komm, läuft in die Richtung. Ist er wieder weg. So, dann nehmen wir uns die Kohle mit, dass wir Fackeln haben. Und schon wieder beinahe eine Folge nur mit Herumwuseln geschrottet. Ich war schon mal ein bisschen produktiv. Bergab. Ja, passt, kannst schon. Geh mal runter. Wie gesagt, wir sitzen. Ich passe mich dem Niveau an. Ganz tief unten? Das ist jetzt der ja, ein Teil von der Mine, wo noch niemand war. Also, es ist noch unberührte Mine da unten. Ui. Hier das sind passiert. Weiter runter, ist das ab. Ja, ich glaube, da habe ich mich hochgegraben. Also ich bin irgendwo hier aus... Aus irgendeiner Ecke... Boah, ist die riesig. Aus irgendeiner Ecke bin ich gekommen, weiß aber nicht wie. Ja, die sind... Der ist Hölle groß. Ist scheiße groß, nenn das Kind doch beim Namen. Komm mal, lass mal den Block unter mir ab. Ja, ich habe nicht gesehen, dass du von hinten kommst. Hier geht's runter. Meistens nicht kommen. Ja, vor allem im Dunkeln. Ah ja, ich wollte Schienen sammeln. Siehst du, das wollte ich machen. Drum bin ich dann letztens runtergerannt. Für irgendein Lorensystem. Ja, scheiße viel Eisen. Ja, mitnehmen. Ich hab genügend Eisen, also von dem her. Silos. Ja. Ist bei euch gerade Funkstille? Ich höre gar nichts mehr. Nee, bei mir hat es gerade Bumm gemacht. Okay. Ich wollte gerade sagen, beim Major hat sie extrem creeperlastig angehört gerade. Ihr habt Spaß und ich muss hier bauen. Ich hätte ja auch mitgehen können, ich weiß. Naja, Spaß würde ich es nicht unbedingt nennen. Spaß ist anders. Nee, wir sind ja einfach mal am Erkunden und beziehungsweise was auch cool wäre, ist Obsidian finden. Auf jeden Fall nicht. Also Lava verkehrt. Hatte ich schon, aber Wasser habe ich. Ah doch, ich habe Wasser dabei. Das, ja, perfekt. Was will man mehr? Also ich lasse jetzt einmal die ganze Kohle. Die Kohle nehme ich jetzt nicht mit. Also nicht, dass meine Abonnenten meinen, der übersieht ja alles. Nee, ich brauche sie nur nicht. Was Kohle übersehen? Ja, genau. Und so schmachen. Also drei Obsidian hätte ich dir schon mal. Ja, wo bist du? Ich habe keinen blassen Dunst. Okay, das ist cool. Da komme ich hin. Also auf jeden Fall in der Höhle, garantiert. Also da führt kein Weg dran vorbei. Mal bei Google Maps eingeben, kein Messen Dutzend, wo ich bin. Genau. Kommt dann auch so ein roter Punkt auf der Minecraft-Karte. Sie sind hier. Du bist da vorne runtergefallen worden von mir. Also da laufen wir mal hin. Runtergefallen worden ist doch irgendwie so ein... Ich sehe deinen Namen. Ja, passt doch. Ich folge einfach mal den Tonnen Eisen. Dann müsste ich wieder zu dir kommen. So. Weißt du, wir sind hier in einem anderen Let's Play, aber ich muss mal gerade was anmerken, was ich total cool finde bei meinem Jurassic Park Let's Play, was ich momentan am Laufen habe. Da sage ich ab und zu die Namen von den
Zuschauern durch, die da durchlaufen, ne? Der so und so aus dem und dem Land hat so und so viel Geld und so weiter und so fort. Ihr kennt das ja bestimmt auch. Wir sind bei 15 Minuten.